Ein Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Ja, ich bin schon mal hier auf einen Turm gegangen, um das nächste Buch zu holen. Ja. Und danach machen wir die Mission natürlich weiter. Also irgendeine, wozu wir Lust haben. Wow. Ja, da war es direkt. Gut. So soll's sein. Ja, super. Ganz toll gemacht. Dann kann ich jetzt hier nochmal hochklettern. Gut. Wie ihr wollt. So. Und sind ja auch direkt da. Und dann plündern wir mal den Boden. So. Ja, ich kann wieder mit dem Rekruten reden. Ich weiß, man kann so Meister-Assassin-Missionen machen. Die mache ich aber nicht. Hier, da könnte man das machen. Und hier hinten, glaube ich, auch irgendwo. Ah, nee. Nur die hier, okay. Und dann gehe ich jetzt das nächste Buch noch holen. Für die Sophia. Das scheint ja irgendwo da hinten zu sein. Okay, gut. Machen wir das doch mal. So. Gut. Ich würde sagen, dann gehen wir direkt schon mal aufs Dach. Okay, wann kommt jetzt hier so eine dramatische Musik im Hintergrund? Hört sich gut an, aber ich weiß, frag mich wieso. So. Wo geht's entlang? Okay, einfach nur geradeaus. Nee, Ezio. So, danke. Gut, wo ist das denn? Auf welchem Turm? Ja, bin schon weg. Wo ist das? Ist das da oben, oder? Müsste ja sein, oder? Ist es hier unten diesmal? Nö, müsste ja hier oben sein. Ach so, das habe ich eben nicht gesehen. Okay, gut. Diese Balken da. So. Super. Und das nächste Buch. Ich glaube, das waren dann auch schon alle oder noch eins. Ich weiß es nicht mehr genau. Das da hinten. Ja, das ist es direkt. Ah, gut. Zufall. Und ab in den Heuhaufen. So. Was ist das da? Ach ne, das ist wieder so ein Aquädukt, was wir kaufen könnten. Und dann plündern wir auch mal hier den Boden. So. Ja, immer wieder mit dem Rekruten reden. Aber ich glaube, wir gehen jetzt zur Sophia zurück, weil die kann uns ja, denke ich mal, gibt die uns ja wieder so ganz viel Liebe und so und alles Mögliche. Die finden das ja so klasse, wenn wir dir die Bücher bringen. Oder was können wir jetzt machen? Hier ist eine Mission, da ist ein Aussichtspunkt. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier die Bücher jetzt sammeln, wenn wir jetzt einmal unterwegs sind. Ist ja jetzt alles in der Nähe, bevor ich das irgendwann später machen muss. Mache ich das doch lieber jetzt. Gut, gut. So. Okay, ist auch ganz in der Nähe. Würde ich sagen. Ach, das sind wieder Wachen. Nee, Ezio, das sollst du nicht machen. Keiner hat sie bisher gesehen. Auf dem großen Turm anscheinend. Gut. Was steht der Typ da einfach so rum? Ach so, der arbeitet damit. Kann ich das aufheben? Cool. Jetzt habe ich einen Hammer. Ja, und cool, hier kann ich nicht hoch. Komme ich schon da hoch? Muss ich bis ganz nach da oben? Oder geht das nicht auch hier irgendwie? Ja, ne? Wollte schon sagen. Als ob. Ah, wusste ich doch, dass man hier irgendwie hochkommt. Für Ezio ist nichts unmöglich. So. Da drüben ist es ja. Hui. Ach, da ist auch eine Truhe. Gut, plündern wir die. Ich glaube, da sitzt aber Geld drin, oder? Nö, auch nicht. Ah. So. Und das nächste finden. So, wo könnte das denn sein? Nein, an der Wand ganz bestimmt nicht. Ach, aber da unten. Okay. So, das Buch beschaffen. Werden wir tun. So. Wo? Hier, okay, gut. Schön versteckten Ecke.
Und damit haben wir auch das nächste Buch. Jetzt gucken wir mal, wo ist das andere? Da ist eine Sophia-Erinnerung, genau. Ha, ich würde sagen, machen wir jetzt... Wir gehen wir dahin, zu dem Buch. Dann haben wir eigentlich alle. Genau, dann gehen wir zu Sophia, dann haben wir direkt alle abgegeben. Und dann hat sich die Sache. So. Gut, gut. Na, du Herold, was berichtest du uns wieder? Okay, das ist ein Sperrgebiet. Ah, das ist eine Templerfeste. Ah, ne, die mache ich jetzt nicht. Wo ist denn jetzt mein Buch? Hä? Was habe ich denn gemacht? Nur weil ich über euch gesprungen bin, oder wie? Naja, egal. Ignoriere ich die einfach und laufe weg. Gut. Auf dem großen Turm. Jo, da sehe ich es schon. So. Gut, gut. Und... Ja, komm schon, Ezio muss schon hochklettern, ne? Na gut, die haben mich auch schon längst wieder aus der Sicht verloren, aus den Augen verloren. So. Und damit sind wir wieder hier oben. So. Gut. Wo könnte das denn sein? Da unten? Da, da ist es direkt. Okay, gut. Und vielleicht schaffe ich es jetzt hier auch seitlich zu springen. Ja, schaffe ich. Gut. Brauche ich... Ah, Trank nehmen. Brauche ich jetzt gar nicht da hochzuklettern. So. Und damit haben wir auch das Buch. Und verdienen uns ein bisschen Geld dazu auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu der Sophia hier. Gut, der Part geht jetzt gerade 6 Minuten. Liegen wir gut in der Zeit. Mach gerade mal meine Tastatur sauber ein bisschen. Und meine Maus auch was. So. Sophia, Erinnerung. So. Weiter geht's. Ah, was ist das hier? Ist das ein Arzt? Ist das? Ah, nee, den mache ich jetzt nicht. Wenn hier ein Schneider wäre, wäre das gut, weil dann könnte ich mir mal so einen neuen Beutel kaufen. Ja, ihr macht hier wieder euer Feuer. Wenn ich hier zurückkomme nachher und hier brennt es, dann gibt es ein Donnerwetter hier. Also, nee, sowas will ich nicht sehen. Alexander steht unter der Kontrolle der Assassinen. Super. Gut, meine Assassinen kommen auch wieder zurück. Wurden alle voll viele befördert. Einer beliebigen Feste zuordnen. Okay, mache ich doch mal. Wenn ich wieder irgendwo die Option dazu habe. So, Sophia, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ach, da oben ist auch noch was. Okay. Wieso komme ich da nicht hoch? Komme ich vielleicht jetzt da hoch? Hä? Ups, sorry. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Ah, okay, da. Jetzt aber. Geht doch. So. Aber ist doch keine Sophia-Erinnerung. Das ist doch eher ein Buch einfach nur, oder? Hm. Okay. Hab mir das gerade mal durchgelesen. Gut. Toll, wo könnte das jetzt sein? Oh Gott. Ist weit entfernt. Da eher, würde ich sagen. Ja. War klar, auf dem Boden. Gut, das Buch in Besitz nehmen. Ja, machen wir das doch mal. So. Ja, erschossen werden, hört sich ja toll an. Du lässt mich mal vorbei. Ah, cool. Eine Herausforderung geschafft. Ach, und da kann ich meinen Assassinen jetzt. Das mache ich doch erstmal. Vorher. Ach, ich muss anonym werden. Ja, kommt her. Ja, Hakenkling-Action. So. Das war's mit euch. So. Gucken wir mal. 5 Stück haben schon was geschafft. Assassinen. Stufe 10, Stufe 10. Die ist Stufe 9 geworden.
Wer hat denn noch was bekommen? Niemand? Sonst? Naja, okay, gut. Ach, die könnte... Ach, was mache ich denn? Ich kann die doch direkt wieder auf neue Missionen schicken. Das gehört uns jetzt. Fangen wir jetzt mal hier an. Gut. Oioio, das ist eine gute Mission. Erfordert Können. Ja. Den. Gut. All die schicken. Den gebe ich auch eine Mission. Ah, ne, geht nicht. Borsa, was gibt's da? Na, ich glaube, das ist zu stark für die, oder? Ach nö, schaffen sogar alle. Ja, gut, dann hier kannst du die Mission haben. Borsa, die Stadt zurückerobern. Ah, nee, dafür, das ist eindeutig zu schwer. Trockenzeit. Nee, jetzt mache ich auch nicht. Athen gehört ja auch uns. Damaskus mache ich mal. Die Stadt zurückerobern, okay. Nee, ah ja, das ist ja immer noch zu schwer. Ach, gibt's hier nichts Stärkeres als das? Nee, dann mache ich das nicht. Genua. Ach, da gibt's ja was, das ist bestimmt gut. Ja. Schicke ich die dahin. Und Jerusalem. Die haben auch nicht eine Herausforderung. Lissabon. Dort, hier ist wieder eine. Und da schicken wir den Assassinen hin. Gut, so. Alle sind wieder auf Missionen. Und gut, der Part geht jetzt 10 Minuten. Ich würde sagen, ich spreche danach noch, muss gucken, wenn jetzt irgendwo die Sophia ist. Ah, okay. Ah. Achso, da holt er jetzt wieder ein Buch von so einer Platte raus. Okay, diesmal nicht plündern. Oh, mein dickes Fleischermesser schön an der Seite. Ja, das nächste Buch. Ja, Ezio, du kannst doch gar nicht lesen. Nein, Spaß. Ja, nun, das Mädchen mit der Flöte von Meander wurde entdeckt. Hm. Ja. Gut, mal gucken. Was heißt das denn, das wurde entdeckt? Irgendwie ja nichts Besonderes, ne? Oh, ich habe alle Bücher gesammelt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im bändigen Party und wir sehen uns im nächsten wieder und dann machen wir hier die Mission. Und bis dahin sage ich, ciao.